Auf der Suche nach den besten Plugins, um eben auch jetzt meinen Ton zu optimieren in mein Homeoffice-Zimmer, was jetzt nicht ja perfekt ja vom Schall her oder vom Hall optimiert ist, bin ich auf die Seite Crumplepop gestoßen und ich muss sagen, mir gefällt tatsächlich, nehme ich einfach mal vorab schon dieses Fazit, diese Plugins von allen am besten. Warum? Ja, weil die Qualität so gut ist, dass eben die Stimme oftmals nicht verfremdet wird oder eben sehr, sehr gering nur. Und ja, die Seite ist auch ja, ziemlich simpel aufgebaut. Man kann jetzt hier gleich auf Anhieb, ja, mal einfach mal die Vorher-Nachher-Geräusche hören. Unter anderem, ja, bieten die natürlich jetzt hier das Rauschen entfernen an. Das ist ja ein Extrembeispiel, dass sie einen Ventilator hingestellt haben. Ich spiele es einfach mal ab, damit du das mal perfekt nachvollziehen kannst. Hi there. Let's talk about good audio Und and ich how kann jetzt hier sometimes. direkt auf diesen Schalter drücken, um eben die Filter in Aktion zu hören. Das mache ich jetzt mal. It just doesn't happen. Like now is a really good example. Also, wie man hört, hört man nichts, oder? Also, Wahnsinn, super geniale Rauschentfernung. Und was aber für mich am interessantesten ist, ist immer das Echo oder beziehungsweise die Hallentfernung. Weil durch ein sehr gutes Mikro, was ich habe, das Shure SM7B, hat man kaum noch Rauschen. Aber dafür eben, ja, Echo, das lässt sich halt nur vermeiden, indem man extrem dicht an das Mikrofon geht, dann hört man so gut wie kein Echo, bei mir jedenfalls. Aber wenn man ja, das Mikro ein bisschen weiter weg stellt, um eben zum Beispiel das nicht in der Kamera zu haben, dann ist das ein Riesenproblem. Und deswegen ist die Echoentfernung für mich, wie gesagt, das interessanteste Feature und das hören wir uns dann auch mal gemeinsam an. Ich drücke hier rauf. Hey there, so if you recorded in a space where there was a lot of echo, you know, a lot of hard surfaces. Man hört jetzt hier, ne, wie er jetzt vor der Kamera spricht und auch er wird jetzt den Mikrofonarm zum Beispiel hier oben haben, also außerhalb des Bildes und dann heilt das wunderbar. Nicht schön. Okay, und jetzt probieren wir mal, den Schalter zu drücken, wie es sich dann anhört. Also ich spiele nochmal kurz ab und dann drücke ich mal rauf. For sound waves to be bouncing off of, you probably got something that sounds a little bit like this. Hey there, so if you recorded in a space where there was a lot of echo, you know, a lot of hard surfaces for sound waves to be bouncing off of, you probably got something that sounds a little bit like this. Also echt super, oder? Die Stimme wird meiner Meinung nach nicht verfremdet und Echo ist einfach weg. Ich kann dir wirklich sagen, das Echo aus dem Raum zu entfernen ist gar nicht so einfach, weil man muss dann entweder die ganzen Wände zupflastern mit Absorber oder aber man macht jetzt immer vor jeder Aufnahme, ja zum Beispiel die Fenster deckt man dann mit einer ja, schönen Kuscheldecke zu und alle glatten Oberflächen deckt man auch möglichst zu. Hä, ist ein Riesenaufwand, macht ja überhaupt keinen Spaß und erst recht. Wenn eine Kamera angeschlossen ist, dann soll es ja auch noch alles schön aussehen. Von daher ist tatsächlich ein Plugin eine Möglichkeit. Und in der Tat, ich nutze, seitdem ich dieses Plugin vor ja, tatsächlich erst eine Woche kennengelernt habe, das Plugin, weil ich dadurch eben nicht mein ganzes Zimmer jetzt hier mit Absorbern zupflastern muss, was ich tatsächlich noch vorhatte, noch ein paar zu kaufen oder zum Beispiel ein schönes Moosbild, hatte ich auch noch überlegt. Brauche ich nicht unbedingt, weil es kostet ja auch alles echt verdammt viel Geld. Und ja, wie man sieht, das ist hier echt schon richtig gut und auch Wind entfernen. With the beautiful stone arch bridge spanning basically from the west side to the east side. And on the other side of the bridge. Hört man, ne? Super Entfernung, Wahnsinn. Und auch diese Popgeräusche, also gerade wenn ein Mikrofon nicht so einen Schutz davor hat, dass man eben der, wenn man diese P-Geräusche macht, dann kann es eben sein, dass das ja, Audiosignal so hoch geht und dann gibt es ein Störgeräusch und auch hier hört man wie folgt. Pizza is perfect. Popeye's punch is powerful. Perfect. Na, da hört man dieses, ja, dass der Ton so hoch geht, dass es dann ein Störgeräusch gibt und hier hören wir mal die Optimierung an. Pizza is perfect. Popeye's punch is powerful. Perfect. Also auch wunderbar wie weggezaubert. Und Level Audio finde ich auch sehr interessant. Ted Hall Basketball coming at you. Let me let you in on a little secret. It's called the Step Back Three. Come back here. Shoot. Score.
Also ist immer das Problem, wenn man jetzt hier ein Standmikro oder auch ein Mikrofon am Ständer hat, man darf sich ja kaum bewegen, weil sobald man nur ein paar Zentimeter weit weggeht, ja, ist der Ton auch gleich viel leiser, ne? Und das will er hier damit darstellen. Und dieses Plugin wiederum schafft es, dass ja, die Audio-Lautstärke angeglichen wird. Und jetzt höre ich mal die Optimierung an. Ted Hall Basketball coming at you. Let me let you in on a little secret. It's called the Step Back Three. Come back here, shoot, score. Also, super, oder? Wunderbar angeglichen. Echt cool. Und dann haben wir noch den Remove Rustle. Können wir auch nochmal anhören. And what it is you're going to squeeze. So you're hitting right here. Okay, so you bring him out and you squeeze. And it's this whole section here that you want to hit. Also das habe ich auch mal das Problem. Deswegen habe ich mir wirklich in der Tat, ja, die vielleicht gar nicht machen müssen. Hätte ich das vorher mal gewusst, dass es diese Plugin gibt. Ich hatte ja auch ein relativ gutes Headset. Und ja, da darf man auch den Kopf nicht richtig doll bewegen, beziehungsweise das Kabel, da durfte man gar nicht großartig das berühren, weil gab es gleich diese Störgeräusche. Und dieses Plugin entfernt die wohl ganz wunderbar. Also ich drücke mal jetzt hier auf die Vorschau, wie es sich dann anhört. And what it is you're going to squeeze. So you're hitting right here. Okay, so you bring him out and you squeeze. And it's this whole section here that you want to hit. Also ich bin echt And what it is begeistert. is. Ich weiß gar nicht, wie die das hinkriegen. Jedenfalls, die Störgeräusche sind weg. Also wirklich Wahnsinn. Unfassbar. Gut. Aber natürlich hat das auch alles einen kleinen Nachteil, weil wenn das Teil so gut ist, dann muss es auch was kosten. Und ja, was heißt Nachteil? Ich drücke mal hier auf Preis und da sieht man, man kann natürlich schon mal anfangen damit. Dann gibt es jetzt den gratis, ja, diesen Pop Remover und Rustle Remover. Gut, den hat man halt nicht so oft, ne? Das braucht man nicht. Also in meinem Fall hätte ich tatsächlich allerdings hier diesen Rustle Remover gebrauchen können, aber ja, den Echo Remover, den brauche ich noch. Und deswegen, ja, muss man halt schauen, dass man dann die Provision halt nimmt, ne? Die Provision, die kostet $23 im Monat. Ist es meiner Meinung nach tatsächlich wert, wenn man viele Videos aufnimmt. Oder man hat ja eben die allerbeste Hardware und vor allem einen Raum, der annähernd Studioqualität ja, hat, also sprich Absorber, man sich zulegt, die auch am Ende ja um die 1000 Euro kosten. Tatsächlich kann man so viel Geld ausgeben. Es gibt ja sogar Deckenabsorber, also was man alles machen kann. Und ja, da muss man einfach überlegen, ob man das Geld ausgeben möchte oder aber sogar, ob man sagt, ja, ich bin jetzt hier Profi-YouTuber und ich werde das viele, viele Jahre machen, dann kann man natürlich auch einmal die komplett Lifetime-Lizenz sich holen und kriegt dann auch immer ständig Updates und benutzt das, solange man möchte. Ja gut, das sind jetzt ja auch nochmal, wenn ich hier nochmal die Beispiele anhöre, alles vielleicht ja optimierte Beispiele. Wir haben uns ja jetzt zusammen in dem vorigen Video, das von Adobe mal angehört und die gleichen Beispiele möchte ich gerne mit dir zusammen für das Crumble Pop Tool durchjagen und das mache ich jetzt einfach mal. Man kann das Plugin ja direkt einfach hier runterladen, wenn ich jetzt Get Started drücke, dann kann man ja oder muss man sogar die E-Mail-Adresse eingeben, dann kriegt man den Download-Link entweder für Windows oder für Macintosh. Und das habe ich jetzt schon vorher gemacht. Es gibt erstmal das eine Programm, was man installiert. Das nennt sich ja Direct Grumble Pop. Das sieht wie folgt aus. Hier werden alle Plugins aufgelistet, die ich installiert habe. Beziehungsweise, wenn ich die nicht installiert hätte, dann wären die eben weiter unten angezeigt und ich könnte mit einem Klick die installieren. Und wichtig ist zu wissen, das sind alles Plugins und hier sieht man schon anhand der anderen Version, die Sound-App ist ein eigenständiges Programm, um eben die Plugins oder die Filter auf die Audiodatei ja, wirken zu lassen. Das heißt, ich kann zum einen die Plugins direkt in zum Beispiel Adobe Premiere oder Audition oder in Final Cut oder was es alles gibt hier, DaVinci Resolve, nutzen. Oder aber ich mache es direkt nur für die WAV oder MP3-Datei, weil ich nehme ja zum Beispiel gerade diesen Moment mit der Capture-Software Camtasia auf und Camtasia hat leider keine Plugin-Schnittstelle und von daher exportiere ich in Camtasia die WAV-Datei und importiere die dann wiederum in dem Sound-App-Modul und das kann ich jetzt einfach mal machen, beziehungsweise ich starte mal die Sound-App, die sieht dann nämlich wie folgt aus, einfach nur ja, relativ
clean. Und so sieht die aus. So, ich hatte jetzt schon für ein voriges Video, was ich aufgenommen habe, schon was bearbeitet. Ich möchte aber ganz gerne jetzt eine andere Audiodatei öffnen. Also importiere ich jetzt hier meine Audiodatei. Und hier habe ich meine Aufnahmen wiederum. Und ich fange jetzt einfach mal wieder an, indem ich im Aufnahmezimmer mit meinem Handy die Audiodatei öffne. So. Okay. Dann wird die hier reingeladen und ich kann das Ganze ja abspielen. Das ist ein Test und zwar im Aufnahmezimmer bzw. Home. Das kennst du ja von dem vorherigen Teil mit dem Adobe Podcast Modul. Und hier kann ich direkt die ganzen Filter, die ich jetzt eben vorher auf der Startseite gesehen habe, aktivieren. Und das mache ich einfach mal. Für mich am interessantesten ist ja die Echo-Entfernung. Deswegen drücke ich hier rauf. Und hör mir mal an, wie es jetzt ist. Office Zimmer aufgenommen mit meinem Handy Pixel 6 Pro und ja, mit einem Abstand. Hört sich doch sehr gut an. Möchte ich mehr Einstellungen, drücke ich jetzt hier auf diesen Pfeil. Und dann öffnet sich ein Plugin hier. Das erste Mal, wenn ich das öffne, dann wird hier nochmal eine kleine Erklärung angezeigt, welche Regler was genau machen. Und kann ich einfach mal draufdrücken, dann ist das weg. Dann kann ich hier eben einfach nochmal ein bisschen feinjustieren. Zum Beispiel kann ich den Ton noch ein bisschen höher ziehen. Von 10 cm. Wie hört sich das jetzt an? Also das ist ein Test und ja, ich bin gespannt auf das Resultat mit den entsprechenden Plugins. Das ist ein Test und zwar im Aufnahmezimmer bzw. Homeoffice-Zimmer. Und hier kann man das ein bisschen runterschrauben, falls denn doch zu viel Echo entfernt wurde. Aufgenommen mit meinem Handy Pixel 6 Pro und hört sich doch sehr gut an, oder? Und möchte ich jetzt zum Beispiel noch ein anderes Plugin direkt aktivieren, kann ich das auch hintereinander machen. Also ich muss jetzt nicht jetzt speichern, sondern ich kann jetzt auch gleichzeitig sagen, okay, ich möchte jetzt hier gleichzeitig Rauschen entfernen. Wobei in diesem Beispiel gar kein Rauschen entfernt werden muss. Von daher kann ich auch einfach sagen, ich möchte jetzt hier zum Beispiel die Lautstärke angeglichen haben. Okay, dann mal los, ungefähr so zum Beispiel. Die Pixel 6 Pro und ja, mit einem Abstand ungefähr von 10 cm. Wie hört sich das jetzt an? Also, das ist ein Test und ja, ich bin. Also, ich finde schon ziemlich gut. Ich möchte jetzt aber mal schnell einfach ein anderes Beispiel dann wieder öffnen. Das Extrembeispiel im Bad. Das ist nämlich wirklich heftig. Also nochmal ungefiltert. Ein weiterer Test, diesmal direkt im Bad. Also das ist echt krass, oder? Okay, und jetzt Filter aktivieren. Hier halt ist natürlich besonders doll. Von daher können wir jetzt genau rauskriegen, wie stark das Plugin wirkt, wenn der Hall extrem ist. Aufgenommen nochmal mit meinem Handy Pixel 6 Pro, Abstand 10 cm. Und ich kann auch mal den Abstand erhöhen auf 30 cm. Jetzt sind es 30 cm. Und jetzt ungefähr einen halben Meter entfernt von meinem Mund. Also, das war der Test. Also man merkt aber auch hier, wenn das Mikrofon weiter weg ist, dann ist die Qualität auch mit diesem kostenpflichtigen Plugin nicht optimal. Aber ist auch, wenn ich das mal deaktiviere, ist auch echt scheußlich die Qualität ungefiltert. Also, und jetzt ungefähr einen halben Meter entfernt von meinem Mund. Das ist klar, dass daraus keine Studioaufnahme wird. Daher immer meine Rede, versucht so gut wie möglich schon die Hardware also zu besorgen und dann hat die Software das einfach, ja, einfacher. So, okay, also das vom Echo her. Einen halben Meter entfernt von meinem Mund, also. Das war der Test. Höhen auf 30 cm, jetzt sind es 30 cm. Und jetzt ungefähr einen halben Meter entfernt von meinem Mund. Also, das war der Test. Ja, zum Schluss, also gefällt mir natürlich die Qualität nicht so gut. Aber hier zum Anfang, wenn das Mikrofon relativ dicht, also 10 bis 20 cm entfernt ist, dann geht es. Direkt im Bad, also hier halt ist natürlich besonders doll. Von daher können wir jetzt genau rauskriegen, wie stark das Plugin wirkt, wenn der Hall extrem ist. Aufgenommen nochmal mit meinem Handy. Die Pixel 6 Pro. Also ich finde auch hier ist es wirklich
von der Stimme noch akzeptabel. Also sie wird nicht so sehr verfremdet, so wie es bei Adobe der Fall war. Nochmal ein anderes Beispiel mit dem Wind. Das möchte ich jetzt auch mal ganz gerne wissen, wie da der Wind tatsächlich entfernt wird. Und hier noch einmal abspielen. So, jetzt bin ich mit meinem Handy draußen und der Ton sollte natürlich jetzt besser sein vom Hall. Allerdings, man hört total viel Wind. Wie? So, dann mal los. Ich bin echt gespannt. Also, Wind aktivieren. Wir machen mal gleich volle Lotte und los geht's. So, jetzt bin ich mit meinem Handy draußen und der Ton sollte natürlich jetzt besser sein vom Hall. Allerdings weht hier der Wind und ja, sind wir mal gespannt, wie jetzt der Ton ist. Also ich finde, der Wind wurde ziemlich gut entfernt, bis auf hier vorne. So, jetzt da hört man noch ein bisschen was, ne? Also, ich bin mit meinem Handy draußen und der Ton sollte natürlich jetzt besser sein vom Hall. Allerdings weht hier der Wind. Und ja, sind wir mal gespannt, wie jetzt der Ton ist. Der Ton ist schon viel besser, hört sich aber trotzdem, aber ist auch klar, weil die Ausgangsdatei war ja nicht so schön, ein bisschen dumpf an, also hat nicht so richtig Volumen, die Stimme. Sollte natürlich jetzt besser sein vom Hall. Ich mach das mal aus. Allerdings weht hier der Wind. Und ja. Nochmal die Einstellung rein. Wie jetzt der Ton ist. Aktiviere es nochmal. Und ich gehe jetzt mal hier auf überall welche mal 0% drücken. Mal gucken, wie es sich dann anhört. So, jetzt bin ich mit meinem Handy draußen und der Ton sollte natürlich jetzt besser sein vom. Natürlich ist jetzt Hall enthalten. Jetzt mache ich mal nur Low auf 100%. Hall. Allerdings weht hier der Wind und ja. Das bringt gar nichts. Also kann ich das hier vielleicht mal runtersetzen und nur die mittleren Töne. Und der Ton sollte natürlich jetzt besser sein vom Hall. Allerdings weht hier. Na, das bringt jetzt auch nichts. Und dann mache ich eben die Höhen. Der Ton sollte natürlich jetzt besser sein vom Hall. Allerdings weht hier der Wind. Nee, da müssen wir alles hier schon mal hochziehen. Ich mache das mal so alles um die 50%. Und der Ton sollte natürlich jetzt besser sein vom Hall. Allerdings weht. Nee, das ist einfach zu viel Wind. Da muss wohl alles auf 100%. Sollte natürlich jetzt besser sein vom Hall. Allerdings weht hier der Wind. Und ja, sind wir mal gespannt, wie jetzt der Ton ist. Naja, aber wie gesagt, der Wind wurde hier ganz gut entfernt, finde ich. So, nächstes Beispiel. Und zwar mit der Webcam, weil da ist ja auch extrem Rauschen und Hall enthalten. Und ein weiterer Test, diesmal mit meiner Webcam von Logitech. Und hier werde ich mal direkt nur das Rauschen entfernen. So, das ist ja ein weiterer Test. Hört man am besten, wenn man nichts sagt. Hier hört man Rauschen, okay. Deswegen 100%. Ja, also Rauschen ist hier draus. Okay, und dann noch Echo. Am besten auch gleich 100%. Mal gucken. So, das ist ja ein weiterer Test. Diesmal mit meiner Webcam von Logitech. Nicht unbedingt das allerneueste Modell. Abstand ungefähr, würde ich sagen, einen halben Meter. Und ich befinde mich so, Echo wieder rein. Hier im Homeoffice-Zimmer, wo ich auch meine Aufnahmen meistens tätige. Man hört halt extrem. Ja, die Stimme hat halt überhaupt gar keine Tiefe. Von daher, ja, schwierig, das richtig zu optimieren. Aber Echo ist weg. Aber man hört halt, das ist so ein bisschen, ja, hört sich nicht gut an. Premium Hall und vor allem das Rauschen, also. Ja, ist also wie so ein Kratzen wäre in der Stimme, ne? Also, das gefällt mir nicht so. Ja, somit merkt man, das Mikrofon ist schlecht und das, ja, da hat das Plugin. Gut, dann kann man natürlich sagen, ein bisschen weniger von allen. Und doch ganz schön zu kämpfen. Wir sind gespannt, welches Plugin dort trotzdem die besten Ergebnisse liefert. Also Hall und Rauschen ist auf jeden Fall weg, aber trotzdem gefällt mir in diesem Fall nicht die Soundqualität
Ich werde jetzt mal noch ein weiteres Beispiel fix lernen. Und zwar das mit dem USB-Mikrofon für 20 Euro. Los geht's. So, und jetzt nochmal einen Test mit meinen relativ günstigen. Okay. So, und jetzt aktiviere ich mal Echo. USB-Mikrofon um die 20 Euro hat es neu gekostet. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie die Tonqualität nochmal gesteigert werden kann durch entsprechende Plugins. Ich werde jetzt auch mal kurz gar nicht sprechen, um zu hören, gibt es hier überhaupt Rauschen im USB-Mikrofon? Also wie gesagt, man kann natürlich hier noch allerlei Sachen einstellen, ein bisschen verstärken, Lautstärke und hier entsprechend, wie viel Hall soll entfernt werden. Und da muss man ein bisschen rumspielen. Oder schon von Haus aus nicht. Hier hört man ein klein bisschen Rauschen, dann kann ich dann sagen, okay, Rauschen auch noch weg. Da ist auch kein Rauschen mehr. Mal gucken, wie es sich zusammen anhört. So, und jetzt nochmal ein Test mit meinem relativ günstigen USB-Mikrofon. Um die 20 Euro hat es neu gekostet. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie die Tonqualität nochmal. Ja, also auch hier, ja, Hall und Rauschen ist weg. Aber so die Stimme, naja, es ist kein Vergleich zu einem richtig teuren Mikrofon. Und da hole ich das mal schnell rein, die Datei. Das Mikrofon, was ich jetzt gerade auch bespreche. So. Und los geht's. Hallo, das ist ein Test. Diesmal mit meinem. Hier merkt man, da wurde jetzt nur der linke Lautsprecher bedient. Ja, relativ teurem Mikrofon, dem Shure. Da ist auch gar kein Rauschen drin. SM7B und ich habe jetzt ungefähr eine Entfernung von 5 cm. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. Jetzt ungefähr 10 cm. 10 cm Entfernung und jetzt möchte ich noch weiter weggehen und zwar ungefähr jetzt hier 30 cm. Ja, und hier können wir mal Echo entfernen reindrücken. Ich befinde mich im Homeoffice-Zimmer und da halt es. Und das ist natürlich ganz praktisch. Jetzt werden wir gleich beide Kopfhörer bedient. Also das kriegt er gleich mit, dass er das nicht korrekt läuft und das wird automatisch korrigiert. Und hier würde ich allerdings gerne dieses Z-Level automatically aktivieren, damit eben die Töne gleich laut sind, egal wie weit man weg ist. Auch ein wenig und da sind wir jetzt mal gespannt, was jetzt die ganzen Plugins jetzt so drauf haben. Also. Nochmal vom Anfang. Diesmal mit meinem ja, relativ teuren Mikrofon, dem Shure SM7B. Hier hört man ganz klein bisschen, wie so Rauschen. Oder ist das Einatmen? Diesmal. Ja, relativ. Erst einatmen. Das ist jetzt die ganzen. Ja, also schon viel, viel besser. Also, das gefällt mir richtig gut. Also, von meinen Ohren muss ich sagen, gefällt mir das Ergebnis besser als das von Adobe, weil hier die Stimme weniger verfremdet wird. Also ganz klar, für mich ist dieses Plugin von allen, die ich getestet habe, das Beste. Ich werde ja noch in anderen Videos noch ein paar andere ja, Anbieter zeigen, die auch bei bestimmten Dingen Stärken haben, aber als Problemlöser gerade für Echo und ja, Rauschen bzw. Tonangleichung oder eben auch ja, wenn eben ja, Windgeräusche zum Beispiel sind, ist das echt gut, muss ich sagen, das Plugin. Also auf jeden Fall finde ich, wenn man das professionell betreiben möchte, sollte man sich das einfach mal anschauen, die Testversion sich besorgen. Da kommen allerdings alle 10 Sekunden immer so ein Piepton rein. Also man kann das leider nicht zum Beispiel 7 Tage voll benutzen. Also ja, außer man kann, lebt mit so einem Piepton immer ständig. Aber reicht eben, um einfach mal die Qualität zu testen, ob das für die Hardware, die man besitzt, ausreichend ist. Also für mich muss ich sagen, auf jeden Fall. Wir können jetzt mal ein praktisches Beispiel anhören, was ich wirklich tatsächlich heute Nachmittag aufgenommen habe. Ich werde jetzt mal das Fenster verkleinern, gehe jetzt hier mal bei Tutkit hinein. Da hatte ich für das ChatGPT-Training ein Update-Video aufgenommen für die 4er-Version. Und wenn man jetzt hier mal zum Beispiel ein Video anhört, wo ich noch nicht das Plugin benutzt habe, dann hört sich das vom Ton wie folgt an.
In diesem Video möchte ich dir einfach mal quick and dirty sozusagen alle Tipps und Tricks, die ich so aufgeschnappt habe. Wirklich schön bassig, die Stimme kommt ohne Rauschen daher. Aber wenn man ganz genau hinhört, minimaler Hall. Oder selbst durch den Umgang mit ChatGPT erlernt habe, dir mitteilen. Fange ich mal mit den ersten an. Und jetzt gehe ich mal in die optimierte, also nicht in diesem Video, sondern in das, was ich heute aufgenommen habe. Da habe ich nämlich das Plugin von QuamplePop mal rüber gejagt. Das ist neu in ChatGPT 4. Ja, willkommen in diesem kleinen Update-Video, wo ich dir ganz gerne zeigen möchte, was jetzt Spannendes, Neues dazugekommen ist. Das hört sich wirklich so an, als ob ich gerade dieses Video in einem Tonstudio aufgenommen habe. Also wirklich Weltklasse. Also für mich jedenfalls. Ich finde es super. Also in allen Bereichen ist die neue Version besser. Arten, die danach passierten. Also ich kann das ja mal zeigen. Also wirklich sehr, sehr schön vom Sound. Gut, ich habe jetzt nicht alle Plugins der Welt getestet. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit aber investiert, um die meistgenutzten Plugins rauszusuchen, und dabei muss ich echt sagen, hat mir das hier am besten gefallen. Und QuamplePop. Ich habe es gerade mal eine Woche im Einsatz und dann kamen auch schon wieder ein paar Updates heraus. Also die Programmierer sind da wirklich dabei, ständig ja, die KI zu verbessern, und ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich möchte noch einfach noch einen Tipp geben, wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel Premiere starte, wie man dort dieses Plugin aktiviert, weil es ist ein bisschen ungewohnt, wer noch nie mit Plugins gearbeitet hat, wie man das dort macht. Das ist nämlich eigentlich ganz einfach. Und zwar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Audiodatei oder wie auch immer Video drin im Schnittfenster habe, dann muss ich zunächst, um das Plugin zu laden, einmal macht man das, geht man in Voreinstellungen, dann bei Audio, so ist es jedenfalls bei Premiere, und dann geht man bei Audio Plugin Manager hinein und dann muss man einfach nur auf nach Plugins suchen drücken. Das mache ich mal. Und dann ja, werden alle aufgeführt. Man sieht, ich habe ja einige ausprobiert. Und dann muss man nur in meinem Fall jetzt die QuamplePop Plugins aktivieren, die man alle haben möchte. In meinem Fall habe ich überall ein Häkchen reingemacht. Und dann kann ich wiederum in Premiere bei den Effekten, bei Audio Effekte hinein. Und dann gehe ich jetzt hier zu den Plugins und da habe ich eben QuamplePop und dann kann ich eben sagen, ich möchte in meinem Fall Echo entfernt haben, dann ziehe ich das direkt auf meine Audiodatei rauf und dann habe ich hier meinen neuen Filter und dann gehe ich hier auf Bearbeiten und kann das hier entweder deaktivieren oder aktivieren und eben auch, wie schon im Programm vorher, die ganzen Einstellungen vornehmen. Und dann abspielen mit der Leertaste. So gut, das ist ja ein weiterer Test, diesmal mit meiner Webcam von Logitech. So. Nicht unbedingt das allerneueste Modell, Abstand. Der Vorteil ist dabei, falls ich sowieso meine Videos in Premiere schneide, dann muss ich nicht extra erst eine WAV-Datei exportieren, dann in das Soundprogramm, in die Sound-App hinein, dann das optimieren, dann wieder speichern, dann wieder importieren. Das entfällt dann alles. Also von daher finde ich das ganz praktisch, dass dieser Hersteller beides anbietet. Beides ist halt gut, weil zum einen ich ja in Camtasia keine Möglichkeit habe, Plugins auszuführen. Somit bin ich gezwungen, in Camtasia die WAV-Dateis oder MP3-Dateis zu exportieren und dann in dieser Sound-App zu bearbeiten. Gut, ich könnte natürlich dann auch entsprechend Audition oder Premiere öffnen, dort das bearbeiten geht auch, aber muss ja nicht sein. Wer kein Adobe-Abo hat, wird das gut finden, dass eben eine Standalone-Anwendung direkt mitgeliefert wird, wo ich den Ton verbessern kann. Aber wenn ich, wie gesagt, direkt meine Videos oder Audios hier sowieso schon bearbeite in Premiere oder Audition oder was auch immer für ein größeres Schnittprogramm, da werden die Plugins mitgeliefert, dann kann ich das direkt hier machen. So, das war's zu QuamplePop. Also, wie gesagt, ich kann es empfehlen. Guck dir einfach an, ob das was für dich ist. Für mich ist es auf jeden Fall was. Ich habe mir die Vollversion geholt und werde das jetzt in meinen Videos auf jeden Fall immer zum Einsatz kommen lassen.